You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zur, glaube ich, jetzt 7. Folge vom Dämonenjäger Let's Play aus der Legion Alpha. Mir ist leider das letzte Mal nicht aufgefallen, dass das Fenster hier, wo ihr mich drinnen seht, dass ich da aus Versehen die Webcam über das Layout geschoben habe. Aber egal, ist jetzt nichts Gravierendes, also egal, vergessen wir das wieder. Ich wollte hier gerade den Rahmen ablegen, da ist mir aber gerade einer zuvor gekommen, das heißt, wir springen hier wieder runter, wie es aussieht. Der gute Gnom hat den hier schon vor mir erledigt. Gut, dann gehen wir runter und, oder wir warten hier kurz. Wir können ja ganz kurz mal die Aussicht genießen, machen wir das mal. Beziehungsweise können wir hier eigentlich schauen, wo es hier noch so, sonst so rumgeht. Wir sehen hier ziemlich geil designtes Gebiet und außerdem die Sichtweite natürlich zeichnet Legion schon an sich aus. Das ist einfach ein sehr geiles Feature, dass sie die Sichtweite dementsprechend hochgedreht haben, wenn man hier betrachtet, wie weit man hier einfach durch die Gegend schauen kann etc. Ich habe hier schon mal einen Screenshot gemacht, ich zeige euch das mal irgendwann anders, wenn man in High Mountain auf den höchsten Berg dort geht und einfach alle Gebiete betrachten kann. Also du stehst wirklich auf dem höchsten Punkt, das ist nicht mal annähernd hoch hier. Und du kannst außer bis nach Stormheim überall hinschauen und siehst halt jedes kleinste Detail durch die Wolken durchblitzen. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht von Blizzard. Aber nichtsdestotrotz schauen wir mal, ob unser Rahmen hier schon wieder irgendwo zum Leben gekommen ist. Genau, da unten läuft er. Walkpack. Ist natürlich wieder wie in Warlords of Draenor. Natürlich, Rahmops könnt ihr einmal erledigen und die droppen natürlich entweder Loot oder sonstiges, was ihr so brauchen könntet. Der hat sehr, wieder sehr, sehr wenig HP, wenn man betrachten, was der eine letztes Mal hatte. Ich glaube, der war 6 Millionen. Der hat nur 300k, natürlich sind es dementsprechend 3 Mobs, aber da sind wir schon wieder nur auf 1 Mille insgesamt. Und was kriegen wir hier? Hier kriegen wir ein Trinket, dann kriegen wir Order Resources und das war's dann auch schon. Gut, das Trinket können wir eigentlich gleich anlegen, das sage ich auch nicht nein zu. Vassality, your attacks have a chance to call Bloodstalker walks to your side. Das heißt, wir beschwören hier einfach wieder was. Ja, das tauschen wir gegen das Crit Trinket aus, würde ich mal sagen. Dann haben wir zwei Trinkets hier. Mobs beschwören, hier oben sind wir so ein kleines, cooles Haus. Das ist für die Berufsquest für den Verzauberungskünstler. Hier sehen wir nämlich jede Menge Items, die wir hier anklicken können und so weiter. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Die Berufsquests sind sehr cool. Würde mich interessieren, lasst mir einfach einen Kommentar da, wenn ihr denn gern mal sehen wollt, was ihr denn so für die Berufsquests machen müsst. Da kann ich natürlich auch gerne ein Video zu machen, damit ihr seht, wie das denn in Legion funktioniert mit den neuen Rezepten und so weiter in den Berufen. Können wir hier ganz gechillt runtergleiten als Dämonenjäger. Und dann reden wir hier mit Harvey. Harvey will hier, genau. Er erzählt uns hier was und wir helfen ihm jetzt beim Kochen. Jotnar ist its lock. And glory is its key. Forge a key in the blood of champions. And perhaps the lock will turn. Inside you will find paths. And more. Ist cool, dass das hier alles vertont ist, Mann. Das ist so geil, Alter. Du hilfst ihm hier immer beim Kochen, der begleitet dich durch alle Questing durch, erzählt dir immer die Geschichten und so weiter. Und du hilfst ihm halt immer nur, bei irgendwelchen Sachen zu kochen. Ich finde das irgendwie mega cool gemacht. Gut, jetzt müssen wir die Köpfe sammeln von den großen Typen hier, die hier auf der Karte markiert sind. Und zusätzlich haben wir hier ein Bonusziel. Einfach Gegner töten natürlich. Oder was auch immer, Sachen zerstören. Was auch hier immer so auf uns wartet. Hier sehen wir, hier beschwören wir unsere Pet-Armee durch unsere zwei Trinkets. Die hauen natürlich auch nochmal gut Schaden raus. Und die Tauren prügeln sich hier. Ah, wir haben eine Quest. Ah, die kann man sogar jetzt so annehmen. Das ist cool. Das ist sehr cool. So vergisst man das auch nicht mehr, was man so annehmen muss. Ging mir auch schon öfters so. Genau. Wir ziehen den jetzt einfach, oder? Oh, ziehen wir den mal zusammen hier. Die Trox prügeln sich hier mit den Tauren, wie gesagt. Die sind anscheinend verfeindet, wie es aussieht. Boah, jetzt boxt das ziemlich oft. Ich wollte eigentlich warten, bis der eine hierher ist, hierher läuft, aber der spammt mich so derart zu mit seinem Kristallwurf oder was das hier ist. Crystal Spike. Dass ich einfach nicht dazu komme, mein I-Beam einzusetzen. Ah, jetzt wird es langsam. Genau, jetzt droppt er auch schon. Wunderbar. Da haben wir das so ein Tributing, das können wir zerstören. Dazu kriegen wir wieder 2% mehr für unser Bonusziel hier. Das lohnt sich natürlich immer, wenn man hier alle Objekte zerstört. Ich finde das ganze Bonusziel-Zeug eigentlich ziemlich cool. Ich finde es gut, dass sie das eingeführt haben mit Warlords of Draenor bereits.
Ist ein sehr cooles Feature irgendwie. Das sollten sich auf jeden Fall die alten Questgebiete auch teilweise übernehmen. Zwar nicht überall, aber teilweise halt. Und dann kennen wir Slash Gutsbill. Den guten NPC, den brauchen wir hier. Einmal den Kopf von ihm, denn den will der Harvey, will den natürlich haben. Genau, da haben wir den schon. Das ist eine... Okay, das ist... Hier ist die Textur noch verpackt, man sieht sie am Boden. Das sind natürlich Allianz-Spieler, die zusammen questen. Da können wir leider nicht mittaggen, so wie bei den anderen NPCs. Wie schon gesagt, das geht nur, wenn einer von deiner Fraktion getaggt hat. Upsi, das war ein bisschen zu weit. Warum verfolgt mich der Vogel? Habe ich den attackiert? Das kann sein. Kann sein, dass ich den mit dem Dash aus Versehen getroffen habe. Jetzt gehen wir hier nach oben. Hier sehen wir gerade, hier haben wir easy 5 Kills. Müssen wir nur vorher alle attackieren, damit die nachher nicht resetten. Wenn die hier gegeneinander kämpfen. Und den ersten down, dann gehen wir gleich den großen hier. Und den Blade Dance hier durchroffeln. Genau, dann haben wir die schon down. Wieder so eine Kiste. Totem können wir wieder zerstören. Können wir alles abfackeln, was die hier so aufgebaut haben. Zerstören wieder die ganze Kultur hier. Und da oben haben wir schon den nächsten. Und das ist Gro Rumblehoof. Der nächste, den wir hier von den Großen ausmerzen müssen. Können natürlich hier wieder alle Totems zerstören. Immer vorher alles machen, bevor die anderen Leute wieder hier sind. Hier sehen wir so eine kleine Kiste, aber die kann normalerweise jeder looten. Deshalb müssen wir uns da gar nicht so beeilen, dass wir die hier als Erste ergattern. Das ist auch sehr gut gemacht. Dass diese Treasures natürlich jeder sammeln kann und man sich dann nicht gerade drum prügeln muss, sagen wir mal so. Genau, da haben wir den nächsten Kopf. Nehmen wir natürlich gerne mit. Jetzt schauen wir mal, was in der Kiste ist. Vielleicht eine Artefakt-Power. 50 sogar. Wir können mal die ganzen Artefakt-Power-Dinger benutzen. Wir haben ja schon so viele gesammelt. Die muss man jetzt gar nicht mehr direkt einmal rechtsklicken und dann linksklicken auf die Waffe. Nein, das haben sie schon geändert. Das heißt, man muss die Dinger nur noch rechtsklicken und dann führt man das schon aus. Empowering. Und da sieht man, wie die Leiste hier unten wächst und wir immer an mehr und mehr Artefakt-Power kommen. Und sobald wir hier einmal die Leiste gefüllt haben, dann dürfen wir uns entscheiden, was wir denn als nächstes gerne specken würden in unserem Artefakt. Schauen wir mal, wir müssen hier noch ganz nach unten, da haben wir dann den letzten Kopf. Und natürlich müssen wir auch noch jede Menge von diesen Typen hier ausschalten. Das machen wir natürlich lieben gerne. Diese Blood-Totem. Tauren töten, die sind wieder ein bisschen anders als die anderen Tauren, die haben wieder so eine leicht andere Hufformation auf dem Kopf, so ein breiter, Hufformation sage ich, Geweih, Alter, warum Huf, ey, what the fuck, auf dem Kopf natürlich und es haben auch so komische rote Tätowierungen, so jetzt können wir hier wieder alles stunnen, dann zählen die wieder alle für uns. Weil wenn du nur einen attackierst, man hat es vorher gesehen, dann resettet der halt und entkommt kurz und dann hat er wieder volle HP. Deswegen müsst ihr schauen, dass ihr da gleich mal alle attackiert und einfach mal mit Stun reingeht, so dass alle für euch getaggt sind. Dann passiert das natürlich nicht. Wieder Backjump und Rushen und Piu Piu durch die Gegend springen. Genau, jetzt sollen wir hier den letzten suchen. Doch, der ist, voila, nicht mehr da. Wir killen den Ramob. Ich glaube, da machen sich gerade einige Spieler drauf zu, den zu töten. Genau, da taggt den schon einer. Bei Ramobs kann natürlich ein Allianz-Spieler auch taggen. Das ist also egal. Und da helfen wir dem Guten einfach mal. Da jetzt noch einer getaggt. Ist jetzt noch, ja, da ist noch einer. Lol, gar nicht mitbekommen. Und eine Retri noch. Das heißt, wir killen den hier mal. Der Fire Mage rotzt hier ordentlich rein, Alter. Muss man ihm lassen. Können wir mit dem IP kurz mal ein bisschen näher drin. Man sieht hier diese blaue Box, das ist immer, wenn irgendwo ein Effekt oder sonst irgendwas komplett fehlt noch im Spiel, dann wird das durch diese blaue Box ersetzt, mehr oder weniger. Können wir kurz stunnen. Der Magier kaltet den, oder macht so viel Damage, dass wir hier die Aqua einfach nicht kriegen. Jetzt kaltet er den irgendwie durch die Gegend die ganze Zeit. Ja, können wir noch mal Prozent dazu. Das kicken wir den mal. Muss man ja nicht unbedingt alles durchlassen. Über den ganz kurz dann hier. Und ganz schön viele Effekte, aber man sieht, hier sollte noch irgendwas passieren, aber da fehlt der Effekt halt einfach noch. Ist aber immer cool zu sehen. Entweder ist es so eine Kiste oder eine violette Box, wo irgendwie drauf steht, bitte entfernen oder so. Ist immer cool, das zu sehen in der Alpha. Wenn halt noch viele Texturen drinnen sind, die halt noch nicht oder die nicht hier sein sollten. Retri rotzt hier rein. Was ist das für ein Blutungseffekt? Das ist nicht von mir. Achso, Blooded Fury. Okay, das ist von ihm. What the fuck, Alter. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber nicht schlecht. Finde ich einen coolen Effekt auf jeden Fall. Das ist mal was anderes.
Genau, sollte der gleich mal ableben. Und da ist es auch schon weit, soweit. Und da kriegen wir wieder Artefaktbauer. Können wir natürlich gleich wieder benutzen. Haben wir gleich wieder 20 mehr bei unserem Schwert. Das heißt, wir haben die Quest hier fertig. Wir müssen jetzt nur noch das Bonusziel, oder können das Bonusziel, müssen natürlich nicht, aber können das Bonusziel hier abschließen. Gibt natürlich viel EP. Gut, er erzählt uns hier nochmal das Gleiche, weil wir halt nochmal ins gleiche Gebiet gehen. Und jetzt töten wir hier einfach nochmal Gegner. Denn dann kriegen wir hier natürlich unser Bonusziel abgeschlossen und wir brauchen sowieso noch eins von diesen Challengers Tribute-Dingern. Ah, jetzt haben wir den nicht ordentlich getaggt, glaube ich. Ja, lief nicht. Dann resettet der kurz und dann müssen wir den nochmal von 100% runterhauen. Dauert auch nicht viel länger. Ehrlich gesagt. Die Questreihe hier unten wird dann ziemlich cool, muss ich sagen. Aber dazu später mehr. Ich glaube, da kommen wir in der Folge nicht mehr dazu. Nee, ich glaube, ich gehe sich nicht mehr ganz aus. Gut, den müssen wir einzeln killen. Genau, den können wir hier nicht ordentlich zusammenziehen. Das ist ja dieser Typ, der die ganze Zeit nur mit diesen Crystal Spikes rumlenkt. Oder Boulder Barrage. Genau, der nervt hier ziemlich mit seinem ganzen Felswurf etc. Genau, da haben wir unsere letzte Kiste. Dann können wir hier reingehen, stun hier alle und haben einen I-Beam durch. Schauen, dass sie gut uns aggroen, genau. Den auch noch, wunderbar. Und dann, ach genau, die Klingen haben wir ja auch noch. Die vergesse ich auch schon wieder mal. Können wir wieder easy alles niedermähen, Alter. Wunderbar. Brauchen wir nicht mehr viel, jetzt sind wir dann gleich mal fertig. Ich weiß nicht, ob jeder, der die gerade für sich zusammenziehen wollte, oder ansonsten staube ich ihm die jetzt nicht alle ab. Während er diese hier schon so schön auf einen Fleck zieht. Jetzt, wo ich nichts ready habe, merke ich gerade. Wir könnten aber alternativ das hier wieder mal einsetzen. Mit der Morphosis haben wir ja eigentlich öfter ready, wir setzen die irgendwie viel zu selten ein hier. Und jetzt I-Beam an alle, ja. Wunderbar. Meine selbstgemachten Soundeffekte sind auch immer High-End, Mann. Boom. Haben wir schon 80% jetzt? Na, da läuft noch einer. Können wir auch gleich wieder ausschalten hier. Warum läuft der nur weg von uns? Geh halt down. Bauen wir noch. Jetzt bauen wir noch 18%. Das haben wir gleich mal. Ach, jetzt ist das tot in dem Leben gespawnt. Können wir auch nochmal schnell zerstören gehen. Wenn man hier dann natürlich in der Gruppe questet, ist man natürlich 1000-mal schneller als alleine. Und da stehen wir auch schon auf dem Totem. Nice Move, Mann. Ich hatte das die Dinge nur 2% geben, die Sachen, die man hier zerstört, das finde ich immer merkwürdig. Aber sie versuchen gerade das Ganze ein bisschen zu balancen. Weil anfangs hat ja alles nur 1% gegeben, als ich das erste Mal im Livestream gemacht habe, da habe ich mich ja lautstark drüber beschwert. Können wir das Ding hier wieder ausschalten? Dann die zwei pullen wir hier wieder zusammen, würde ich sagen. Sind wir ein bisschen schneller? Komm, komm, geh dich aus. Nice. Sind wir schon bei 92%. Schauen wir mal, was so ein Dicker hier gibt. Vielleicht geben die ein bisschen mehr. Ja, gibt sogar ein Enrage. Soft ein. Wow. Achso, der war Stun-Immun. Genau, da macht die Ability bei weitem mehr Schaden. 96, das heißt 2 brauchen wir noch, das gibt halt wirklich jeder nur 2% für das Bonusziel hier. Finde ich schade, dass es so komisch trainiert ist momentan. Ah, schauen wir mal, wie es im Endgame dann schlussendlich sein wird. Und dann können wir hier die Questreihe von Harvey natürlich weitermachen. Schauen wir mal, wo er uns noch hinbringen will. Genau, da haben wir die Bonus-Quest fertig. 46.000 EP, lohnt sich natürlich sehr. Eine normale Quest gibt 15.000, das heißt, du kriegst hier definitiv sehr viel EP, wenn du das hier so machst. Ach so, das müssen wir sowieso unten abgeben. Sind ja, glaube ich, schneller, wenn ich hier mal durch die Gegend dashe. Oder? Ne, jetzt laggt es natürlich, genau, wenn ich das machen will. Schlechtes Timing. Egal. Harvey sollte irgendwo hier unten stehen jetzt, glaube ich. Oder? Sprechen wir über mit ihm? Ich weiß es gerade gar nicht. Zumindest wird es hier unten markiert, dass wir hier unten hingehen sollen. Genau, da sehen wir God King Skovald. Skovald ist ein Boss aus einer Instanz, aus einer 5-Spieler-Instanz, der ist sehr cool designt und dem begegnen wir hier in ganz Stormheim permanent. Und der hat hier den Schädel von dem alten, was soll das sein? So ein Titan, Steinmensch, was auch immer. Jotna. Und dann können wir hier die Quest bei dem Guten abgeben.
Und die Questreihe oder beziehungsweise den Typen werden wir immer wieder mal begegnen. Das finde ich sehr cool gemacht und der Typ, das Model finde ich auch mega geil. Genau, der Trial and the Shattered Watcher. Haben wir hier als nächste Aufträge, was wir hier machen müssen. Machen wir das erste Mal zuerst. Und dazu müssen wir einfach seinen Körper wieder zusammensetzen. Das heißt, wir suchen einfach alle Teile von dem Guten. Hat sich der gerade gesoulstoned? Ich dachte, der attackiert den. Warum hab ich... Ja, Aquo, ich habe doch gar nichts gemacht bisher. Genau, wir setzen den jetzt mehr oder weniger wieder zusammen. Okay, Backjump geht echt irgendwie nicht nach oben, kommt mir langsam vor. Und dann haben wir natürlich den Typen wieder in voller Action. Whoopsie. Den Typen wieder in voller Action, wenn wir den zusammengesetzt haben. So, was brauchen wir jetzt noch? Meine Stimme, Mann. Wir brauchen noch einen Arm und einen Fuß. Die finden wir beide hier oben. Und hier oben müssen wir auch zusätzlich noch das Teil hier aktivieren. Dann spawnen wir nochmal zusätzlich ein paar Gegner. Beziehungsweise der hier ist schon sehr, sehr viel HP. 966k, der hat also so viel HP wie ein durchschnittlicher Ramob. Man sieht hier überall diese versteinerten Leute. Und das ist sehr cool, designte Grab hier. Ich will das gerne aktivieren, bevor der das aktiviert, wenn es geht. Aber ich werde hier einfach nur mit dem NPC hier fertig. Jetzt. Ah, jetzt geht's von alleine. Okay. Das ist auch wieder vertont. Ey, Mann. Ah, das ist nicht vertont. Vielleicht hier jetzt noch. Kann ich das jetzt... Genau, jetzt kann ich das hier benutzen und dann lernen wir hier was. Das letzte Mal sind hier die ganze Zeit Mobs gespawnt. Ich glaube, das ist jetzt hier anders gelöst worden. Genau, dann haben wir den Arm und ja, wenn die Story interessiert, da sollte sich beim Quest natürlich hier wieder alles durchlesen etc. Das ist natürlich alles sehr cool gemacht. Ich habe es mir selber schon durchgelesen, als ich das erste Mal hier gequestet habe. Aber hier war noch nichts vertont, als ich das gemacht habe. Dann haben wir hier die nächste. Unpowered Console. Powering up archive device. Jetzt fährt das hier wieder hoch und dann erfahren wir hier das nächste. Learn about the Trial of Valor. Genau, dazu müssen wir hier den killen. Ist auch wieder cool, der ist auch wieder vertont. Sehr cool gemacht. Ich feiere das echt zu sehr, Mann. Schauen wir mal, ob wir mehr Damage machen als der Affleck Warlock. Aber ich glaube, wir haben Akku, oder? Ja gut, wir befinden uns aber auch im Metamorphosis, das ist jetzt kein guter Vergleich. Wir rotzen hier halt gerade Schaden raus wie Sau. Dementsprechend langen Cooldown hat die Fähigkeit natürlich. Easy. Genau, jetzt können wir das nochmal benutzen. Das hat jetzt der Magier schon abgestaubt gerade, glaube ich. Wow. Zum Glück darf ich das nochmal benutzen. Ich dachte, der hat mir das gerade einfach geklaut und das zählt dann nicht mehr für mich. Da fahren wir natürlich den nächsten Schritt und dann brauchen wir jetzt nur noch den rechten Fuß von Jotna. Damit wir hier den Guten wieder zusammensetzen können. Wie gesagt, der befindet sich hier verteilt überall auf dem Land. Und dann verbissen wir uns hier ganz gechillt durch die Luft mit unseren kleinen Flügelchen. Können wir einfach runtersegeln und dann setzen wir den guten Jotner hier wieder zusammen. Haben wir alle drei Quests abgeschlossen für dich. Abgeben, abgeben und dann das letzte. Auch noch, was kriegen wir hier? Mastery, wir haben gesagt, wir stacken Mastery, das heißt, wir nehmen das hier. Und was haben wir hier? Crit Haste. Ah, nehmen wir das hier, tauschen wir den hier aus. Genau, können wir die nächste Quest nehmen wir noch an. Und dann war es das hier auch schon wieder. Wir können ganz noch schnell schauen, wie viel Movement Speed habe ich denn jetzt hier schon. Mastery, 21% mehr Movement Speed. Damit lässt sich leben, würde ich sagen. Wie gesagt, danke fürs Ansehen. Das war es auch schon wieder für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt rund um Legion oder zum Dämonenjäger, ab damit in die Kommentare. Vergesst nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.